Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Video bei der Deutschnachhilfe im Netz. Und zwar geht es hier jetzt um das Thema Adverbien. Das schöne Thema, das uns immer alle in den Wahnsinn treibt. Und ich möchte einfach jetzt versuchen, euch das ein bisschen verständlicher zu erklären, als ihr es vielleicht in der Schule gehört habt oder vielleicht habt ihr es auch noch nie gehört. Auf jeden Fall ist es alles gar nicht so wild. Die Adverbien, das ist ganz wichtig, was man sich als erstes merken muss, die beziehen sich immer aufs Verb und nicht auf das Subjekt wie das Adjektiv, aber das zeige ich euch nochmal in einem anderen Video, wo ich Adverbien gegen Adjektive stelle. Hier geht es jetzt erstmal um die Adverbien und wichtig ist hierbei, dass es sich immer, die Adverbien immer aufs Verb beziehen. Im Deutschen haben wir jetzt vier Gruppen der Adverbien und zwar haben wir einmal die Adverbien des Ortes. Die heißen dann lokale Adverbien und das hat nichts mit Kneipe zu tun, sondern mit dem Ort. Dann haben wir die Adverbien der Zeit oder auch temporal. Dann haben wir die Adverbien der Art und Weise, also modale Adverbien. Und die letzte Gruppe der Adverbien sind dann die Adverbien des Grundes, also kausal. Das sind jetzt erstmal die vier Übergruppen, die wir im Deutschen haben, der Adverbien. Und ich gebe euch jetzt kurz ein paar Beispiele für die einzelnen Gruppen, damit ihr eine Idee bekommt, was es eigentlich genau ist oder was die machen. Ich arbeite mich jetzt hier dann aber von unten nach oben, damit ich nicht alles nochmal schreiben muss. Kausale Adverbien und Adverbien des Grundes sind so Wörter wie folglich oder dennoch. Die geben also einen Grund an. Beispiel, ich habe mich verfahren, folglich musste ich umkehren. Da ist folglich ein Adverbium des Grundes. Genauso bei dennoch habe ich, die Party fängt um 10 Uhr an, Rainer hat dennoch abgesagt. Da bezieht sich das dennoch als Adverb des Grundes auf Absagen. Für die Adverbien der Art und Weise, da, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es halt, sind das die modalen Adverbien. Und da haben wir so Beispiele wie einigermaßen oder auch ungefähr. Das sind ganz gute Beispiele für die Art und Weise der Adverbien. Als Beispiel, es kamen ungefähr 200 Leute zur Party. Da modelliere ich oder alterniere ich das Verb kommen. Ungefähr ist dann das Adverbium. Bei einigermaßen, der Onkel war bei seinem letzten Besuch einigermaßen erträglich. War einigermaßen erträglich, da ist dann einigermaßen mit eingefügt als Adverb der Art und Weise. Für die temporalen Adverbien oder die Adverbien der Zeit gibt es so Wörter wie alle Wochentage, alle, also morgens, abends, alle diese Wörter, aber auch so Wörter wie derzeit oder sofort. Das ist auch ein gutes Adjektiv. Und wie gesagt, halt die so freitags gibt es in der Kantine oft Kartoffelbrei. Da haben wir auch oft noch als Adverbium der Zeit. Da jetzt auch noch ein Beispiel zu den einzelnen anderen temporalen Adverbien, die ich euch ja aufgeschrieben habe. Das Theater wird derzeit umgebaut. Da habe ich eine Begrenzung drin auf das Verb. Als wenn ich sagen würde, das Theater wird umgebaut, habe ich dann das Theater wird derzeit umgebaut, habe also eine temporale Alternation mit in diesem Satz. Bei sofort funktioniert es ähnlich. Das Finanzamt führt meine Aufträge sofort aus. Schön wär's, aber das sofort bezieht sich dann auf das Ausführen. Das heißt, wenn ich das sofort mit drin habe in dem Satz, das Adverb, bin ich mir ganz sicher, dass es direkt passiert. Habe also eine Alternation der Zeit. Für die Adverbien des Ortes gibt es jetzt auch noch zum Schluss
zwei, drei Beispiele. Und zwar gibt es so Wörter oder Adverbien wie überall oder wie draußen ist auch ein Ort. Oder auch sowas vorne, also von vorne, hinten, auch links und rechts sind auch Adverbien des Ortes. Bei überall gibt es dann, überall lagen Blätter auf den Straßen. Da haben wir das überall, das bezieht sich auf lagen oder legen oder liegen in dem Fall. Da weiß ich, dass es wirklich überall ist und verändert quasi das Verb, dass ich weiß, wo genau die Blätter liegen. Bei draußen ist klar, der Hund möchte nach draußen gehen. Da haben wir ein lokales Adverb, wohin will der Hund gehen, nach draußen. Es ist also eine Veränderung oder eine Alteration des Verbes gehen. Und auch bei, ja, links steht die Mutter, rechts steht der Vater. Da habe ich dann eine alte Veränderung oder eine Anpassung des Verbes stehen, dass ich genau weiß, wo, an welchem Ort die dann letztendlich stehen. Wenn ihr diese vier Gruppen auswendig lernt, also des Ortes, also Ort, Zeit, Art und Weise und Grund, dann seid ihr auf einem relativ guten Weg, dass ihr die Adverbien in Zukunft relativ easy, schnell erkennen könnt.